Ja, moin moin liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einem neuen Live-Team von und mit den LS19 Profis. Ja, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend, wünsche ich euch. Zocker, moin, Kochi, moin, Uwe, moin, du Knüppler. Na, wie schaut's aus, mein Freund? So, ja, heute ein bisschen später hier am Start. Ja, ich hatte heute wieder meine lange Tour, wie immer. Ja, wie mich das immer freut. Bogi kommt auch gleich. Der hat mir gerade geschrieben. Ja, der hat mir gerade geschrieben. Der kommt gleich, der Knüppler. So. Ja, da geht jetzt Zocker TV. So, und wir starten rein. So, Erntevorbereitung heute. Christian auch da. Moin, ihr Knüppler. Na, Christian, wie schaut's aus? Alles fit. Ja, morgen habe ich auch wieder meine lange Tour. Morgen wird es auch ein bisschen später. Habe ich heute erfahren. Aber, na, muss man durch. Aber dafür mache ich die Freitag auf jeden Fall keine lange Tour. Das habe ich Ihnen schon mal gesagt. Da habe ich keinen Bock drauf. Michael, moin. Ach, Michael. Ja, wie sieht's aus? Willst du mitknüppeln? Und ja, alles fit im Schritt, Christian, alles fit. Gar nicht klagen. Außer heute, dass ich hier dann eine lange Tour gehabt habe, aber naja, das ist... Außer heute. Nico auch da, jawohl. So, gestern haben wir ja schon ein bisschen angefangen mit der Erntevorbereitung. Heute kommt der Rest. Ach ja, du warst ja im Krankenhaus, stimmt ja. Ja, habe ich ja vergessen. Ja, auf jeden Fall wieder weiterhin gute Besserung, ne, Michael? Wenn du wann irgendwann wieder Zeit hast oder ja, wenn du irgendwann kannst oder Lust hast, kannst ja wieder mitknüppeln. So, erstmal die Roboter hier am Starten. Moin, ich habe mal eine Frage. Ja, was ist los? Was heißt Day-On-Edition? Oh, da fragst du mich was. Also da kann ich dir jetzt auch auf der Stelle keine Antwort geben. Vielleicht wissen die anderen das im Chat. Hat das was mit dem LS19 zu tun oder was? Ah ne, falscher Trecker. Falscher Trecker. Ich nicht, keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht, Zocker TV. Also keine Ahnung. Ich weiß es leider nicht. Ich will ja das vorbestellen und das steht da unter auch, okay. Also LS19 oder was? Redest du von LS19? So, ich habe ja das eine Video, das kam ja heute, ne? Da habe ich ja mal gefragt, was ihr gerne sehen wollt oder möchtet oder würdet. Ja. Das könnt ihr natürlich auch hier reinschreiben, aber am besten in dem einen Video in den Kommentaren am besten schreiben. Weil das soll ja ein bisschen abwechslungsreicher sein, ne? LS19. LS19, ja, keine Ahnung. Kann ich dir leider nicht sagen, Nico. Vielleicht wissen die anderen das. Keine Ahnung. Kann ich dir leider nicht sagen. So. Und wir knüppeln. Und steht für erste Auflage laut Google. So, jetzt machen wir erstmal das Feld 5 hier, das mega Klüpperfeld hier. Da bin ich jetzt mal, muss ich am Knüppeln. Ja, was heißt das genau? Ja, natürlich, wir werden ab und zu hier auf der Goldcrest wieder zurückgehen, natürlich. Ab und zu werden wir das machen, ja. Aber in der ersten Zeit steht ja natürlich der LS19 im Vordergrund. Aber auf der Goldcrest Valley werden wir dann ab und zu mal wieder drauf gehen, ja. Ja, der als Standard-Trecker der 1050er, ja. Ich weiß. Der ist als Standard drinne. Da ist auf jeden Fall cool. Wenn da Standard drinne ist, dann gibt es auch dann ja keine Probleme mit den 1050er. Hier gibt es ja ab und zu mal Probleme. Weil das ja gerade ein Mod ist. Aber wenn er dann als Standard drin ist im LS19, wird das besser gehen, laufen. Ja, das ist aber normal, Michael, dass das so ist. Markus, moin. Morgen Landwirtschaftserzgebirge. Kann ich mir was drumsen? Drumsen? Was ist denn drumsen? Ja, wie gesagt, also es ist cool, wenn er als Standardträger drin ist, der 1050er. Ist auch gut so. Ja, hier geht einiges drauf jetzt an Flüssigdünger. Ja, das Video sollte heute rauskommen, aber das habe ich leider nicht mehr geschafft. Aber das wird dann auf jeden Fall, morgen wird es auf jeden Fall erscheinen. Das könnt ihr euch schon drauf verlassen. Morgen wird es erscheinen. Und da kriegt ihr dann alle Infos, weil ich wollte es heute machen, aber ja, aufgrund meiner Arbeit hat es leider heute nicht funktioniert. Aber morgen weiß es auf jeden Fall, Christian. Morgen. Alle anderen natürlich auch. Also dann wird das morgen früh gleich sofort kommen. Matthias, moin. Ne? Keine 14 Tage mehr, ja, stimmt. Geht bald los im LS19. Die Zeit kommt näher, wo wir und ja, dann verabschieden wir hier die Goldcrest Valley. Die Zeit rückt näher, leider. Ah, hier Carsten, na, wie schaut's aus? Oh, Sprunggelenk ist fast abgeheilt. Okay, ja, das ist super. Das ist auch super. Dann geht's ja voran, Matthias. K.O.? Ne, Jo, hast ja, Jo willst du wahrscheinlich schreiben. Elfer für Bayern, ja, das ist doch supi. Ach ja, die spielen auch heute in der Champions League, ne? In der Champions League. Carsten, nächstes Mal kommst du hier mit auf der Map hier und dann flügst du hier mit. Aber ohne Gebühr. Steh mal, moin. Ach nee, was hat Dings gesagt? Ich soll anschreiben, ne? Bei ihm, bei Mario. Ja, Bogi kommt gleich. Bogi taucht gleich auf. Aber wir werden ja heute auch nicht so lange knüppeln. Ich muss morgen auch wieder raus. Das ist halt mal so, ne? Natürlich kannst du das vorbestellen, Nico. Was spricht denn dagegen? Ich hab's mir ja auch schon vorbestellt. Wieso dreht es so den Hintern, Steamer? Was ist da los? Na, der taucht aber gleich auf. Oder er wollte um 21:15 Uhr wollte er auftauchen. Aber gut, wenn er nicht kommt, dann, ja, dann ist es halt so. Ich knüppel auch hier alleine, habe ich keine Probleme mit. Doch, ich musste meinen Namen ändern. Warum? Ach so, was er verabredet, okay. Ja gut, dann wird das, ja. Wenn er verabredet war, dann muss er auch auftauchen, ne? Der ist bestimmt wieder telefonieren. Wir haben ja schon 21 Uhr. Ach nee, 21:30 glaube ich, ne? Ja. Aber bei ihm klingelt das Telefon ja immer unterschiedlich. Mal ist 21 Uhr, mal 21:30, mal 20:30. Immer unterschiedlich. Ich denke mal, dass er gleich auftauchen wird. Naja, wie gesagt, also das wird sicher telefonieren. Okay, was für eine Wette war das denn? Wenn man fragen darf. Ach, hier, Bogi oder was? Hast du gegen Bogi gewettet? Oder mit Bogi? Hier werde ich erstmal ein bisschen dran sitzen, aber ich glaube nicht, dass ich das Feld heute noch fertig kriege hier. Ach so, in Real Life jetzt oder was? Aber ich meine, ob ich es trotzdem. Ja, natürlich kannst du es vorbestellen, Nico. Auch wenn es da drunter steht. Wie gesagt, das ist ja nur. Michael hat es ja gerade erklärt. Er hat ja nachgeguckt. Freundlicherweise. Manchmal kriegt man diese Spur nicht hin hier. Oh, kein Problem. Ja, alles fit. War ein bisschen groggy, ne, von der Arbeit, aber ansonsten Ein langer Tag heute wieder gewesen. Deswegen werden wir auch heute nicht so lange machen. Aber ich bin auch wieder fertig heute, ey. FCB nicht gewonnen. Okay, Bauer. Was? Ja, das ist normal, Michael, dass ein Update kommt. Aber in die erste Zeit wird sowieso dann das ein oder andere Update kommen. Das war ja, glaube ich, damals ja im LS17 ja genauso. Da lief ja am Anfang auch nicht so alles rund, sag ich mal. Updates werden immer kommen. Vor allen Dingen von Sony, ne? Software-Update. Regelmäßig. Ich Englisch reden? Ne, mache ich hier nicht. Da ist neue Karte raus im Mist. Ja, ich weiß. Aber jetzt für die paar Tage lohnt sich das eh nicht. Ist ja nicht mehr lange, bis LS19 rauskommt. Klar, zum Anspielen oder Testen oder so, ja, klar. Kann man machen. Aber nicht, was wir machen. Da habe ich ja, mit Modkarten habe ich ja sowieso immer, ja. Meine eigene Meinung, ne? Aber wie gesagt, wenn ihr das habt, gerne sehen wollt in LS19, dass wir auch mal ab und zu mal Modkarten spielen sollen, dann werden wir es natürlich machen. Ne, keine Frage. Das siehst du immer am Anfang, Streamer, wenn ich den Livestream starte. Bogi, ja, Bogi ist bestimmt telefonierend noch. Ja, aber der dürfte gleich auftauchen. Wenn ich Livestream starte, siehst du, dann bin ich doch im Menü. Und dann, wenn ich doch dann die Karte öffne, dann stehen doch die Spielstunden stehen ja da. Und unter anderem ja auch mein PS4-Name. Also K. Markus 80 ist das. Aber mir kann ja eh keiner eine FA schicken. Und mir kann auch keine Nachricht schicken. Habe ich auch extra so eigentlich. Außer Freunde natürlich, ne? Die können wir ja dann mal schicken. Ach, da ist er doch, wenn man vom Teufel redet, so. Bogi, du Knüppler. Bin gleich da. Ja. Wieder langsam Zeit. Du Lümmel. Wo warst du denn überhaupt, Bogi? Dachte, du warst telefonieren, wie immer. Bogi Kittel, genau, Kittel. Spitzname Kit. Ey, ich bin doch nicht mal bei der Hälfte hier, ne? Leck mich am Arsch. Ah, wir werden, glaube ich, 2 Tankfüllungen hier drauf gehen auf das Feld. Wenn nicht sogar 3. Ich bin gleich mal gespannt, ob Bogi ja noch kommt hier. Moin Christine. Bogi, los, komm rein hier, Mensch. Ja, wird ja langsam Zeit. Ah, da ist er doch, gut. Nein, niemand. Da kann man nichts machen. Gar nichts. Ja, jetzt kommt er rein. Jetzt kommt Bogi. Kalli, Bogi kommt. Ja, Bogi kommt jetzt. Bogi kommt jetzt. Ach ja. Kann er gleich Gülle fahren oder Mist fahren. Oder Wasser muss er auch noch holen. Wasser. Das kann er auch noch machen. Wollen wir eine Party einladen? Geht gleich weiter. So, aus in eine Ordnung raus. Ja, der Kleine ist im Bett, Michael. Der schläft schon. Der träumt schon wieder vom Bogi. Leute. Moin. Alles liegt bei euch allen. Das wird da. Ich bin später gekommen, als ich gesagt habe, mit dem Markus. Ja, Steamer hat sich schon beschwert. Steamer, ich bin wieder da. Sorry, Leute, ein bisschen länger gedauert, weil ich heute meine Couch abgeholt habe auch. Da musste ich noch meinem Bruder kurz helfen. Wo vom Sperrmüll oder was? Nee, von meinem Bruder. Ich habe ihn heute abgeholt, weil mein Bruder heute Zeit hatte. Ist ja früher von der Arbeit gekommen, Bruder. Wenn willst, können wir heute fahren. Ja, gut. sind wir heute gefahren, abgeholt. Ja, dann haben wir noch seine alte Sachen weggebracht, seinen alten Schrank auch, weil er morgen neue Schrank liefert. Deswegen ein bisschen länger gedauert, als ich gedacht habe. Ach so, Bogi, machen wir, guck mal kurz nach den Treibhäusern. Also hier, ja. Bei den, weißt du, was ich meine, ne? Ja, ja. Weil Michael hat das gerade gesagt. Habe ich jetzt hier gar nicht mehr dran gedacht. Gut, dass du gesagt hast. Sorry, dass ich dir nicht geschrieben habe. Weil du hast mich angeschrieben, ich habe das jetzt nur gelesen. Sonst mir geht's alles am besten. Wie geht's dir, Kollege? Komm rein und knüppeln. Nee, Michael kommt nicht. Ich weiß, weil er ist noch nicht fit. Ein richtiger Knüppler haut nix um, Michael. Rausrennen. Aber nicht immer gut, okay. So fit killt. Hi Nico, hi Uwe, hi Niklas. Niklas, moin. Okay. Aber wie gesagt, kannst du ja mal gucken, ob da Mist aufgefüllt werden muss und Wasser. Ja. Ach, und wieder dein Tag heute. Patrick Deutscher, moin. Mein Tag. Oh, das war richtig kacke. Lange unterwegs. Oh, leck mich am Arsch. Dann war ich hier, halb sieben war ich hier. Okay, das ist so unheimlich. Da haben wir mit meinem Bruder erstmal bei ihnen die Schränke auseinandergebaut, schnell. Halb sieben war ich erst hier. Ja. Aber auch nur, weil ich in der Werkstatt musste mit dem LKW. Was ist los? Ach, von der Zugmaschine auf der Beifahrerseite ist der Kotflügel irgendwie, hat sich irgendwie gelockert. Also so wurde in die Werkstatt gelassen oder was? Nach der Tour, ja, bin ich in die Werkstatt gefahren. Und wie bist du nach Hause gekommen? Nein, die Werkstatt ist gleich gegenüber. So. Ist gleich andere Straßenseite. Das ist ja das Coole daran. Und, so. Und mein Chef, der hat ja dann den LKW dann rübergefahren ans Tor, weil er fährt ja die Nachtschicht, mein Chef. Okay. Ja. Er fährt die Nachtschicht. Oh. Wieso fährt er die Nachtschicht? Mein Chef knüppelt auch. Meinst du, er sitzt so zu Hause rum oder was? Na, knüppelt. Ja, als Chef muss man zu Hause sitzen. Dafür hast du die Mitarbeiter. So, Markus. Den haben wir schon lange. Den haben wir schon seit er rausgekommen ist, Niklas. Ich nehme jetzt nur den 900er, weil ich hier am Spritzen bin. Und das mache ich nur, wenn ich jetzt die Dings drauf habe. Ich habe ja diese keine Pflegebreifung, sondern hier diese ganz normal, keine Breitreifen, aber hier Standardreifen drauf hier. Ja, Niklas, warte mal kurz. Markus, ich komme kurz bei dir vorbei gleich auf dem Fahren. Dann sieht er das. Naja. Das sind 10,50 was. Ja, wie gesagt, ich habe hier normale Bereifung drauf, sonst kann ich die Spuren nicht reinfahren. Mensch, geh doch mal weg da, du Lümmel. Und wenn ich jetzt mit Pflegebereifung drauf fahren würde, dann würde ich diese Spuren hier nicht reinfahren, ne? Nicht gelohnt im Krankenhaus. Was? Keine guten Krankenschwestern. Oh, Michael, das tut mir aber leid. Michael, tut mir leid. Die Krankenhaus laufen immer gute Weiber rum. Ah, das ist natürlich scheiße. Ja. Müssen wir erstmal so... Ah, nee. Hast du die Tiere schon gemacht? Ja. Die scheiß Felsen, ne? Wenn das nicht wäre hier. Oh, die Leiter kann ich reinmachen. Oder die Leiter hast du nicht reingemacht, Markus. Ja. Warte mal, wann können wir denn ernten? Ich denke mal Erntezeit. Oh, sehr spät. Im Herbst erst. Ne, dann werden wir dann mal, ja, knüppel mal nur Silage rein. Ja, auch. Ne, also wir keine Futtermischung machen, weil wir brauchen das Stroh noch. Das weiß ich. Zum Einstreu. Ach ja. Können wir dann wieder Futtermischung machen, wenn wir dann geerntet haben und dementsprechend dann Stroh geerntet haben, also beziehungsweise aufgesammelt haben und eingelagert haben. Ah, ich frag gleich mal die Leute hier runter, Markus. Warst aber nicht im Pflegeheim. So, er meint bestimmt Michael. Oder er meint dich, Bogi. Nee. Uwe, wie weit bist du mit deiner Karte? Und Micha, wie geht's dir? Nico, mir geht's super gut. Sorry, dass ich das jetzt kurz überlesen habe. Boah, der scheiß Geruch, ey. Was für ein Geruch? Ja, von der Couch. Weil der neu ist. Ja, das ist normal. Das war bei unserem Bettchen auch, wo wir das neue Bettchen geholt haben. Aber jetzt riechen wir es auch nicht mehr, ne, Herz? Grüß mal deine Freundin von mir, Markus. Das ist ja auch das allerschönste Bett überhaupt. Ja, aber wir riechen aber nicht mehr so, dass es halt... Ja, jetzt zum Anfang hat es neu gerochen. Ja, zum Anfang, aber jetzt nicht mehr so. Wolle. Wir haben das Puffbett, ne, Schatz? Was haben wir? Meine Schwester sagt immer, das ist das Puffbett. Okay. Weil da die Glitzersteine sind. 5400. Kann das sein, dass wir in dem Season Mod mehr kriegen, weil ja. Das ist das zweite Mal, aber, ja, das ist ein bisschen ungewöhnlich, weil wir haben Sommer. Weil wir haben Sommer und gut, ich hab's ja immer gesagt, das was da steht, wenn du jetzt im Season-Menü reingehst, unter Wirtschaft, die Zahlen, die da stehen, das sind ja nur Schätzwerte. Das heißt, dass, ne, wenn wir jetzt, sag ich mal, im Frühling sind, oder beziehungsweise im Winter sind, dann heißt es noch lange nicht, dass wir die 5050 Euro kriegen. Weißt du, das sind ja alles nur Richt- oder Schätzwerte. Ja, das kann natürlich sein, dass wir im Winter mehr wie 5000 Euro kriegen. Es kann aber auch sein, dass wir weniger kriegen. Das ist immer unterschiedlich. Also okay. Na, aber mich macht es stutzig, dass wir jetzt im Sommer so viel kriegen. An Kohle für die Wolle. Dann würde ich mal sagen... Dann würde ich mal sagen, dass wir mal die Wolle im Winter verkaufen. Zwischen 4. und 6. Wintertag. Aber da ist wieder das Problem. Es kann natürlich sein, dass wir da keine Nachfrage bekommen. Es kann sein, dass wir eine Nachfrage bekommen, eine große. Kann aber auch sein, dass wir keine bekommen. Haben wir ja auch schon oft genug gehabt. Ne, das kannst du ja immer nicht voraussehen, weil du die große Nachfrage bekommst. Das ist ja das. Wie viele Paletten haben wir denn? Lohnt sich das denn? Wenn der LKW, den Anhänger nicht voll ist, dann nicht. Nee, ist nicht voll. 2, 4, 6, 8, 10, 11 hätten wir. 11 Paletten. Nee, das lohnt sich nicht. Markus, das lohnt sich nicht. 11 Paletten hätten wir. Machst du oder soll ich machen? Stapeln. Nee, lass mich mal machen, weil das... Oh, lass mich mal machen. Du kannst das nicht. Nee, das hat damit was zu tun, weil er halt kein Host ist. Das ist, weil das war ja bei mir, wo ich beim TGC drauf war auf der Map. Die Gamer Club, da war ich doch im Wald. Ja. Hab da Bäume verladen. Und, ja... Das war bei mir da genauso. Da habe ich auch ein bisschen Probleme gehabt. Aber nur, weil ich nicht der Host war. Das ist ja das Problem. Ne? Ach ja. Ich ziehe noch kurz Hose aus und dann bin ich gleich wieder da. Leute. Was sagst du? Anschließen? Na, komm mal her. Ja, alles klar, Michael. Danke, dass du da warst. Bis morgen. Ah, wir machen heute nicht so lange. Feld 5 kriege ich wahrscheinlich heute auch nicht fertig. Ja, bis morgen, Micha. Der ist schon längst weg, Bogi. Ah. Ja gut, ich war kurz nur da drin, wohnen noch schnell. Aber mein Chef hat sich heute schön total Schaden gemacht am LKW. Oh, total Schaden? Was ist da passiert? Ja, der andere LKW nimmt ihm die Vorfahrt weg. Und Chef ist genau rausgefahren. Leicht nur rausgefahren und er, wir wissen nicht, ob er bremsen konnte oder nicht bremsen konnte, voll ihn rein, in den LKW rein. Genau auf dem Fahrerseite komplett. Okay. Da liegt im Krankenhaus jetzt der Chef auch. Mit, schlimm. Ja, Beinbruch und Beinbruch. Beide Seiten. Aber sonst geht's ihm gut. Die Frau hat mich angerufen. Auf den Bus an, dass er das Bescheid weiß. Ich soll ich arbeiten kommen? Nein, brauchst du nicht. Leck mich doch mal. Diese das meine ich. Ach ja. Ich dachte heute, die richtig noch nicht sterben, ey. Scheißrücken. Kannst du dann entweder Wasser holen, Bogi? Ja, mach ich. Oder Güllen oder Mist fahren. Nee, ich muss die Leiter runterfahren. Auch alle schon wieder, oder was? Da haben wir nicht mehr viel. Bei Kühen. Da sind nur 200.000. Und alles die komplett diese Leise ist. Wurf. Weil der Bunker komplett voll war unten schon bei Kühen. Deswegen. Aber warte mal, ich fahre jetzt mal über Wasser. Weil du brauchst Wasser, glaube ich, oder? Für Wasser, ja, für die, ja, Sommer ist ja auch bald. Ach nee, ein paar Tage haben wir noch. Ich fahre erstmal kurz Wasser noch da, die jetzt die Tage komplett. Ach ja. Morgen fahre ich kurz zu dem Chef im Krankenhaus mal besuchen. Nur hoffe ich, die Frau ist nicht da. Aber wenn die Frau da ist, kannst du vergessen. Mit dem kleines bisschen trinken. Weil die mag nicht, wenn du in Krankenhaus Bier trinkst. Na, das macht man ja auch nicht. Ach doch, mach mal. Ja, doch, raus. Wir gehen so in Cafeteria. Da unten. Ich will bei mir im Zimmer sitzen. Er kann so nicht sitzen. Ich weiß das hundertprozentig, dass er morgen die Firma anruft. Läuft alles perfekt, läuft dies und jenes. Jetzt hat er schon einmal abgezogen. Da haben wir ihn voll verarscht. Ich so, nein, die Firma ist abgebrannt. Boah, der ist ausgekickt. Ruft schon Sicherung an, weiß ich nicht, wem noch angerufen hat. Ich so, hä? Ah, der Chef hat angerufen, weil die Firma weggebrannt ist. Wir alle Mitarbeiter gucken ihn an, die Sicherung. Seid ihr doof oder behindert, hab ich gesagt. So, nö. Moin, Jan. Moin, Jan. Und da habe ich gesagt zu ihm, wir haben ihn noch verarscht, weil er sich um den Kopf macht für gar nichts. Er soll sich erholen. Wir haben alles im Griff hier. Ach so, okay. Und der ist sicher, ja, du, weißt du was? Frag mal deine Mitarbeiter, was mit dir gemacht haben. Was haben die gemacht? Wir kamen dann so Nachmittag. Krankenhaus zu ihm besuchen, weil er Darm-OP hatte. Er musste da hin. Ey, was war los? Ist die Firma heil? Ich so, Chef, wir kommen dich zu besuchen, nicht über die Firma reden. Was willst du mir erzählen jetzt hier? Oh, danke dir, Niklas. Christian, was? Guten. Ah, okay, danke, dass du da warst, Niklas. Niklas, sag ich schon. Christian. Sorry, Christian, dass ich so spät gekommen bin, nochmal. Ja, wie gesagt, bei mir ist es halt so wegen der Arbeit, ne? Na gut, heute war bei mir nur wegen meiner Couch und meinem Bruder kurz essen, das war's. Und das war ein bisschen Ding. Aber bald habe ich ja Urlaub. Dauert nicht mehr lange. Hat der Chef mit dir noch immer noch nicht gesprochen? Halt die Klappe. Markus, was ist mit dir so? Achso. Nee, Markus. Denn, was ich da drin habe? Ja, deswegen habe ich ja gefragt. Weil ich das nicht richtig gesehen habe. Oder hatte. Das hättest du schon riechen müssen. Markus. Ganzen Maisfeld, da müssen wir auch noch düngen. Ja, machen wir gleich. Aber sind die gewachsen? Ja, erste Wachstumsstufe ist da. Da können wir jetzt Mist drauf knallen oder Gülle. Aber ich mache erstmal das Feld 5 fertig hier. Das die brauchen überall Wasser. Markus. Wann habe ich angefangen? So 21:15 Uhr. Du bist so genau 52 Minuten online, dann passt das so. Ja, genau. Bin ich schon eine Stunde hier am Feld 5 knüppeln. Boah. Ja, weil ich dich angeschrieben habe, dass ich um 21:15 Uhr kommen würde. Ey, Stunde schon vorbei, ey, leck mich am Arsch. Ja. So schnell, ne? Nee. Das, die Zeiten, Markus, die Zeiten bleiben nicht stehen, das ist es ja. Ich habe heute 1,5 Stunden verloren, wo wir die Gods abgeholt haben. Wie die sich da in am Arsch bewegt haben im Lager. Mein Bruder musste die meinen Sau beißen. Dann habe ich gesehen, wie die gelaufen sind. Die sind einzelne Teile gebracht. Und man war so, wieso bringen die einzelne Teile? Haben die keine Karre sowas? War so ein großen Ding, Stapler-Ding, dass die das zusammenbringen können? Ich hab, ja, fragen wir nicht, habe ich gesagt. Ja, die mit, Mann. Und mein Bruder, was macht der? Gib mal Telefonnummer, ich rufe mal kurz den Chef an. Den Leiter darauf vorne. Boah. Ich so, Last. Ja, mit so Sachen ist gut. Aber nicht Einzelteile, ey. Erstmal unterteilt, dann hat er uns Kissen gebracht, die dafür dabei waren. Dann hat er das eine Teil, wo du rausziehen kannst, das hat mir vorbeigebracht, erstmal. So, ey, wieso bringt er nicht alles auf einmal mit? Ja, wäre sinnvoller. Ja. Und da dauert ja nicht so lange. Ich und mein Bruder sagen, nie wieder. Moin, fette arme Milch. Och, fette arme Milch, moin. Na, wie schaut's aus? Alles fit? Ja, und da hat mein Bruder die Chance voll gehabt, der hat da angerufen. Sagt er, der Telefon sagt er, wie? Einzelteile. Die hat doch so einen Wagen, wo alles mit dem Wagen können, packen und rausschieben. Euch rausschieben können. Ja, mein Bruder so, ja, das weiß ich auch. Also er arbeitet bei Möbelhandel, arbeitet er, mein Bruder, als Lieferant und so. Und die haben auch solche Wagens, wenn die Leute selber abholen, weißt du? Mhm. Und, ja, nee, wo bringt er Einzelteile? Ich hab gedacht. Und man war so, ach, dauert nur eine Stunde aufzubauen, die Anleitung, die Coach. Mhm. Die Anleitung erstmal auf Englisch und auf Französisch. Und die deutsche Seite, rat mal, wo die war. Ganz unten versteckt. Mein Bruder sagte, wie blöd sind die? Französisch in Österreich, dick. Und auf Deutsch so richtig klein. Gut, dass mein Bruder sagte, gut, dass ich das auf ohne Anleitung aufbauen kann. So. Die 10, die 8, oder wie war das? Am Hof und die 7, glaube ich, oder, Markus? Alles, wo Mais drauf ist. So, bin weg, ich weiß noch. Alles klar, Schima. Jo, Schima. Na, Markus, freust du dich, dass die Bayern halt führen? Natürlich. So muss das ja sein. Nur Zufall? Wegen Elfmeter? Das war doch kein Zufall. Auch, und das war auch kein Glück, das war Können, Junge. Können. Das war nur Glück. Ja? Erstens sitzt du auf meiner Decke und zweitens fängst du schon wieder mit Junge an. Na und? Sag mal. Ich glaube, der braucht mal wieder was. Ach ja. Nur Glückstreffer. Frech, was mache ich? Du bist ganz schön frech, mein Lieber. Gar nicht. Der Spruch habe ich heute auch öfter gehört von meiner Frau. Das ist richtig frech, danke. So hat die Klappe. Und meine Frau so, ich gebe dir gleich halt die Klappe. Vielleicht kannst du halt die Klappe was anderes erleben. So hat die Klappe. Ach ja, ich kann das mit, nicht mit 10,50 machen, oder? Gülle fahren und Mist fahren, natürlich, klar kannst du das machen. Okay. Kannst du mit 50er, 1050er machen, ja. Am Hof, Markus, wo das nochmal? Die Wälder, die sind so Flüssigkeitsspeicher, musst du rausholen. Ja, ich weiß. Gülle. 10 war Mais? 21, Zeit für die Mission, okay? Um die Uhrzeit machst du immer Mission oder was, Uwe? Hier können wir dreschen auf Feld 5. Bis wir schwarz sein. Ja. Guck mal auf die Felder. Hier kommt doch jede Menge Stroh zusammen. Feld 5. Aber irgendwann müssen es auch mal alle Felder haben, oder nicht, Uwe? So, müssen so schon einen Sonderrabatt geben, ja. Auf die Felder. I just morning. 22, 23. Am Hof. 7 und 8. Die 3. Ja, wie das da was da. Und 27 und 28. Ja, Bogi ist hier, der Knüppler. Da bin ich da. Bisschen Verspätung, aber geht. Ach ja. Na, morgen lange Torkurs oder kurze? Nee, lange wieder. Boah. Aber dafür mache ich das Freitag nicht, das habe ich dir gleich schon gesagt. Also Freitag mache ich auf keinen Fall die lange Tour. Das können sie sich abschminken. Nein, du kannst nicht die ganze Zeit nur die lange Touren fahren. Kein anderer Fahrer dafür? Nein, das ist die Tagschicht, macht die Tagschicht immer. So. Klar sind auch andere da, die auch da hochfahren, aber auch wir machen das auch meistens immer im Wechseln, aber momentan ist da so viel abzuholen, da sind wir meistens schon mit 4, 5 Autos oben. Weil manchmal auch 6 Autos. Ah. Weil das ist unser Hauptkunde. Okay. Ja, von denen holen wir richtig viel Zeug. Viel Ware. Der lagert auch Paletten bei uns im Lager ein. Der Kunde. Was hast du denn da? Was ist das denn? Oh. Hallo, nicht die ganze Schale, mein Lieber? Nee, nur ein bisschen. Naja, ein bisschen. Ich kenne dich doch, Markus. Ach ja. Wer ist das denn? WD. Ich muss den scheiß Geschmack von meiner Tablette. WD, moin. Das ist, glaube ich, ein neuer, ne? Hm? Ich sage, ich muss den bitteren Geschmack von meiner Tablette wegkriegen. Mhm. Oh, das schmeckt so widerlich. Ne? Ja, grüß mal deine Freundin von mir, Markus. Ja, herzlich willkommen hier bei den LS19 Profi-Knüpplern. Wenn ihr möchtet, kannst du auch ein Like da lassen, auch gerne ein Abo. Boah, fängt schon wieder an. Bis gleich. Bis gleich. Schon wieder Telefon? Ja, ja. Bogi ist nur am Telefonieren. In letzter Zeit ist ganz schlimm. Ganz schlimm in letzter Zeit. Also sind meistens immer seine Eltern, die anrufen. Ich denke, der ist verheiratet. Ja, aber. Wo ist seine Tussi? Die hat eine eigene Wohnung. Ja, ja. Ja, normalerweise telefoniert er immer meistens um 21 Uhr. Was hat er gesagt? Ob er dir, hat Jenny hat gar keine Uhrzeit gesagt, ne? Doch, so wie letztes Mal. Halb 5. Nee, halb 6. Hauen wir hier ab. Halb 6. Wehe, der ist nicht fertig, dann trete ich mir in den Arsch. So. Aber es fällt fertig. Aber es ist doch noch geschafft. Oh, guck mal, wie viel Platz du da freilässt. Ja, das bisschen da, das ist. Ich will ja jetzt nicht unbedingt jetzt so eine Spur noch reinfahren. Ja, wer war das? Seine Eltern? Meine Frau. Nee, meine Frau. Oh, deine Frau war das. Nee, weil ich habe heute bei ihr vergessen, Dings noch bringen. Die besten 4 Karte bei ihr abgelaufen ist. So, Feld 5 habe ich fertig, Bogi. Okay. Aber mach richtig, bitte. Was richtig? Ja, nee, ist ja richtig. Am Video sieht man das so, dass du eine Seite offen hast. Aber wenn du richtig guckst, was das richtig. Ach ja. Dann kannst du damit, nee. Kannst du einen Mist auf dem Welt, wenn du willst. Nee, ich habe ja noch andere Weizenfelder und Rapsfelder muss ich auch noch machen. Ah ja, muss auch machen. Okay. Wieder bis 23 Uhr so um den Dreh. Ja, spätestens 23 Uhr ist, fällt der Hammer. Nee, frag nur mal, dass du mal wieder... Rexi, ich habe einen da. Ja, danke für dein Däumchen. Moin, Rexi. Ach ja. Oh, da steht ein LKW. Wieso? Ja, weil ich ja auftanken will. Du Lümmel. Also weiß noch irgendwie, ich das so ab. Mit deinem Gebäude noch draufklicken, dann auftanken. Achso, hier haben wir auch Mais drauf, genau. Jetzt machen wir das halt erstmal. Voll auf den Laptop. Oh, okay, aber hab ich ja nicht gesehen. Ja. Ja, dann. Ja. Na, dann kleiner am Schlafen. Naja, der liegt so eine Falle. Scheiß Haus, ey, dass das nicht, dass man das nicht wegmachen kann. Was hat er denn da? Kalli, was machst du denn da? Was hast du denn? Was gibt's hier denn da? Leckerli? Ja, so kleine Dinger. Und Bogi, wie schaut's auch so aus? Sonst alles Spaghetti, alles fit. Nur Langeweile in scheiß Urlaubszeit, ey. Ja, musst du knüppeln. Ja, mit was soll ich knüppeln? Sag mir mal. Ja, kannst du auch auf deiner ja, Goldcrest Valley anfangen da. Du hast doch angefangen, oder nicht? Ja, klar, hab ich. Mit diesem Mod. Ja. Na, nochmal ran an die Buletten. Hast noch den ganzen Tag Zeit. Da hast du auch recht. Ja. Aber das, wie ich sage, jetzt lohnt sich das sowieso nicht mehr. Aber, deswegen ja. Die Karte habe ich vor einer Woche an, eineinhalb das oder Problem, zwei Wochen. Wenn man auch schwer anfängt, dann muss man auch immer am Ball bleiben. Genau so ist es. Gut, das könnte man sich auch aufteilen, ne? Das könnte man ja sagen, könnte man jetzt zum Beispiel sagen, ja, ich zocke jetzt, sag ich mal, die Karte, die ich jetzt auch schwer spiele, alle 2 Tage oder alle 3 Tage. Zum Beispiel könnte man sich auch aufteilen, klar. Lohnt sich sowieso nicht, wie LS19 rauskommt jetzt. Ich weiß nicht, wer mich heute angerufen hat, weil unbekannt die Nummer war. Ja, die suchen sie, Bogi, die suchen sie. Was sollen wir machen? Auch immer, dass die sich melden die Tage noch. scheiß Laternen, ey. Das sind Bäume. Nein, Straßenlaternen habe ich hier. Ja, ich weiß, sonst habe ich scheiß Bäume hier. Und das ist Allee da. Die müssen bald weg. Du weißt, welche Allee ich meine, oder? Hm, nicht so ganz. Ist halt Hof. Dann Allee, die du gebaut hast. Ach so, die Allee. Ja. Wieso? Ach so, du bist jetzt aber am Hof, am Feld, ja? Ja. Naja. So, mache ich hier 3 Tage. Was? So macht ich das 3 Tage, LS17, 4 Tage, LS19. Ah, so macht er das, siehst du? 3 Tage LS17, 4 Tage LS19. Nee, das mache ich nicht. Die ersten Monate werden nur LS19 gekommen. Danach LS17 wieder mal. Gut, ja, klar, Uwe ist ja noch nicht so weit, wie ich hier bin, ne? Also das ist ja, er hat ja noch viel vor sich im LS17. Ja. Ja, da könnte man das machen. Aber wir, ja, bei uns steht jetzt mal nur der LS19 im Vordergrund. Ja. Und wie lange weiß man nicht? Ab und zu werden wir hier nochmal drauf gehen, ja, aber das wird selten sein. Also ab und zu werden wir mal hier wieder drauf knüppeln. Was machst du denn da? Aus, Kallas! Du frisst das Salzpaket gleich mit. Jetzt ist erstmal alles. Alle. Oh, Bayern führt 2-0. Ja, so muss er sein. Noch Glück. Ach, das ist Können, Mensch. Das ist nur Können. Können. Euer Schiri wieder nichts können. Ist so. Ja, gegen Athen ist klar, dass sie gewonnen. Oh, mussten die Lewandowski wieder zählen? Der Verräter? Lewandowski geschossen? Ja, den Elfer da reingemacht und jetzt. Nur Glück, ich denke, Athen ist klar, dass die gegen Athen gewinnen können. Ja, wo sie mit euch Samstag irgendwann an. Kovac. Wichtigste so mit die FC Bayern. Die machen es. Ja, die machen wieder, die gewinnen jetzt wieder alles. Ja, lass mal auf, lass mal gegen Real Madrid um. Als Gegner. Ach, 5-0, weg. Hat man gesehen, 3, 4 Jahre hintereinander Real Madrid raus. Egal welche Kinder die hatten, egal wem. Weg damit, weg. Ja gut, die haben jetzt auch. Real Madrid hat kein Ronaldo mehr, das ist es ja. Aber trotzdem sind die stark. Ja, dazu brauchen sie den Ronaldo nicht. Um immer noch gut Fußball spielen zu können. Dazu brauchen sie den Ronaldo nicht. Nö, wenn man hat die besten Tore da geschossen, ne, war Ronaldo. Oh, ich bin heute auch nicht so alt, ey. Du frisst doch alles, ne? Was? Was frisst die denn? Die frisst sogar Weingummi, ey. Echt? Ja. Kalli. Hast du wohl noch einen gefunden? Du bist eine alte Dicke, du. Ne? Was ist der Hund? Was macht der? Was ist der jetzt, der Hund? Weingummi. Ist ja wahnsinnig. Ja, Weingummi frisst er. Ja, frisst sie. Sie frisst auch Gurken, frisst sie. Banane frisst sie auch. Wassermelone, genau, ist frisst sie auch. Ist die die frisst alles, ne Kalli? Ja, ganz fein, Mädchen. FC Bayern München ist die Macht, ja, das stimmt. Ja, Nico, nicht die Saison. Gegen kleine Mannschaften, ja, aber nicht mehr gegen die großen. Ach, hör auf zu spinnen, Bogi. Wir knüppeln jede Mannschaft weg. Ich sag nur eins, Samstag. Ah, 6-0, Junge. 6-0 knüppeln wir euch weg. Ja. Ich sag dir danach, wenn du kommst in Party zu mir, lädst mir an, sag ich, na, was war mit Bayern los? Wir sind dann in 6-0. Dann kommt's. Doch. Ja, Nico. Können ja eine Wette machen. Ich hab schon 2 Niederlagen, also... Wir können ja eine Wette machen. Nee, ich mache das Wette nicht. Warum nicht? Ich wette nie. Wenn du gewinnst, muss ich das Feld einmal pflügen. Wenn du verlierst, musst du das Feld zweimal pflügen. Ja, klar. Wie gerecht machst du das, Kollege? Umgekehrt, muss das sagen, na ja. Nein, nee, wie gesagt, wenn du verlierst, musst du Feld 5 komplett mit dem 1- oder 2 Schafflug pflügen. Und wenn du gewinnst, muss ich pflügen. Ja, mir macht das nichts aus. Ich werde jetzt sowieso nicht, weil ich habe einmal gegen, weiß ich nicht, das war aber Dortmund-Spiel. Immer wenn ich auf Dortmund gesetzt habe, haben die verloren. Jedes Mal. Und jetzt, wo ich jetzt setze, jetzt haben die gewonnen. Guck mal, 10 Tore schießt Bayern, hat Nico gesagt. 10 Tore schießt Bayern. Gegen ja, Dortmund. Nico, wo trommst du nur? Stefan, moin, grüß dich. Moin, Stefan. Wo hast du mal Wrestling gelernt? Ich so sagen. Ich habe gesagt, dreh die Tabelle um, da seid ihr Erster. Uwe, komm, Atlético Madrid kannst du nicht mit Bayern vergleichen. Das kannst du nicht. Ah, ja, Dortmund, die können auch nichts, Mensch. Nee, wer die in uns 4-0 weghauen? Die treffen ja noch nicht mal das Tor. Nö, wer die an der vorige Woche 4-0 weghauen? Wer war das? Uwe, überleg mal. Ein Spiel, 4-0. Nur weil die gestern verloren haben. Atlético ist zu Hause stärker als auswärts. Und das ist es. Und du weißt, wenn du mitbekommen hättest, was vorgestern am Flughafen passiert ist, steckt auch die in den Köpfen drin. Wie am Flughafen passiert ist. Ja. Ja, weil die konnten nicht landen. Der Pilot musste den Hubschrauber schnell nach oben ziehen. Wovon redest du jetzt, Bogi? Von Dortmund nach Madrid, wo die geflogen sind. Das steigt doch wieder in den Kopf wieder drin, bei den Spielern. Ja, ich denke mal auch, dass Dortmund irgendwann mal die zweite Liga spielen wird. Ja. Da kommt die Nachts, ey. Jetzt kommt ja aber richtig nachts. Ihr habt doch nie mal richtig geschlafen, denke ich mal. Ja, ihr könnt den Schalker sagen, Leverkusen, Schalke und Hoffenheim, ja. Aber Dortmund und Bayern, die werden nie die zweite Liga spielen, nie. Die werden immer den Kampf oben mal mitmachen. Sag niemals nie. Es hätte ja auch, es hat auch keiner, niemand gedacht, dass Hamburg mal irgendwann mal absteigt. Sag niemals nie, Bogi. Markus, dass die so schlecht gespielt haben, die 6 Jahre. Kannst du den, nee, gut, Hamburg hat immer Glück gehabt. Gut, dieses Jahr hatten die Pech gehabt. Ja, das habe ich eben auch schon gesagt, Uwe. Die treffen noch nie mal das Tor. Ja, werden wir sehen. Ich sag nur eins. Samstag werde ich euch nur eins sagen. Jungs, was war mit Bayern los? Wollt ihr schon wieder rum? Wieder mit Schiri gewinnen? Und das ist euer Lieblings-Schiri, der gegen uns war jetzt wieder. Der wieder bestochen wird. Den wir so aus Dortmund schön hassen, den Schiri. Der kriegt wieder ab auf die Schnauze. Von den Jungs. Schon wie einmal. Wir wissen, wo dein Auto steht. Schade, dass Dortmund spielt auswärts. Oder? In Bayern. Ja. Dann kriegen sie erst recht einen auf den Sack. Ha, Bayern ist auswärts stärker als heim. Oder warte mal. Nee, Dortmund spielt zu Hause. In Bayern. Dann kann Bayern sich vermanzen. Ja, auswärts schießt Bayern immer so um die, so sag ich mal so 4, 5, 6 Tore und zu Hause schießt das Doppelte. Alter, Real Madrid führt 5-0 und Manchester City führt auch 5-0. Und Juve führt 1-0 gegen Manchester United. Alter. Was geht da ab? Ja, die knüppeln ja wenigstens den Ball rein, was Dortmund ja nicht schafft. Ich sag nur eins, wir reden Samstag. Uns tat nicht die Niederlage so weh wie euch die 2 Niederlagen gegen Gladbach und gegen die ein. Habt ihr was geheult? Geweint habt ihr, die Fans haben die geholt, weil Bayern verloren hat. Das muss für Bayern schon wehtun. So, morgen kommt definitiv das Infovideo zu dem Gewinnspiel raus, auf jeden Fall. Aber das mache ich dann im Zusammenhang mit einem, Real-Life-Video. Da wird jetzt ja auch mal langsam wieder Zeit, dass ich so ein Real-Life-Video mal wieder hochlade. Und da kommen dann die sämtlichen Informationen dann zum Gewinnspiel. Und wie gesagt, ich habe es heute leider nicht mehr geschafft, aber morgen auf jeden Fall. Ja, voll. Bayern muss nach Dortmund. Um 19:30. Samstag. Da können die sich beim Einziehen. Weil Bayern ist schwach auswärts. Dortmund muss nur die Stärke rausholen. Wieder. Das ist das Problem, was Bayern hat die Saison. Auswärts sind die schwächer als zu Hause. Oh, ey. Markus, nicht schlafen, knüppeln. Also heute werde ich auf keinen Fall alt, also das ist... Hey, bitte, Markus, wenn du so lange arbeiten musstest, ja, ist doch... Ja, fast 13 Stunden unterwegs gewesen. Dein City's Gunners war heute auch gut. Ja. Ich habe nur Like gegeben, weil ich konnte ihn nicht angucken, weil ich unterwegs war. Ich guck so, ey, wer meldet mein Handy wieder? Ich guck. Ah, Markus hat wieder hochgeladen. Gib Like. Ach ja. Und ich werde wieder Onkel. Schon wieder? Mhm. Ah, nein. Oh, jetzt habe ich heute... Scheiße. Jetzt hab ich Kacke gebaut. Meine Eltern wissen nichts von, dass sie nochmal Oma werden. Kacke. Mensch, Boy, du bist schuld. Wieso? Ja. Du bist immer schuld. Danke dir, Uwe. Danke dir, Uwe. Ach ja. Diesmal Junge wird, ey. So, ich will mal kurz eine Zigarette machen und dann geht's weiter. Ach ja. Dann wird Zeit, dass wieder Wochenende wird, ey. Wochenende? Was ist Wochenende? Es soll eigentlich 20 werden. 20.11. Aber bald habe ich ja, wie gesagt, 14 Tage noch und dann ist, oder 13, dann habe ich Urlaub. Du meinst noch 12 Tage hast du. So 12. Na gut, du zählst jetzt das Wochenende nicht mit, ne? Mit Wochenende? Ja, der Wochenende, Wochenende kannst du ja, darfst ja nicht mitzählen, weil im Wochenende arbeite ich ja nicht. Ja, also du hast nur 12 Tage. Bis 19 sind es nur 12 Tage. Was wird Zeit, dass es... Ja, aber... Ja, ich weiß, ihr könnt es alle nicht abwarten. Aber wie gesagt, also nach meiner Meinung, also ich hätte keine Probleme damit, wenn es noch 2, 3 oder 4 Monate dauern würde. Ich bin ja mal gespannt, ob Bogi dann noch 2 Jahre mit mir aushält hier am LS19. Klar. Auf einer Map. Kein Problem. Kein Problem, sagt er, siehst du? Jetzt sagt er kein Problem, aber warte mal die Zeit ab. Markus, wenn ich schon hier 2 Monate aushalte, oder 3 fast jetzt, Ende November wird 3 Monate, wo wir zusammen knüppeln hier. Dann würde ich jetzt schon gar Spaß mehr haben. Und ich habe immer noch Spaß. Mit dir. So soll das ja auch sein. Moin. Bims, moin. Na, alles bitte im Schritt. Bims, oh, 2-0 gewonnen, die Bayern. Ja, so soll das sein. Ja. Verrat, Manchester City führt 6-0. Alter, was geht da ab, ey? Natürlich, wir sind immer am Kribbeln. Auch wenn Juventus verliert 2-1. Auch wenn es so 2 Stunden sind. Ja. Wie gesagt, heute geht's nicht länger wie 2 Stunden, weil wie gesagt, ich muss morgen raus wieder. Morgen muss ich ein bisschen früher raus, weil ich muss meinen Nachbar mitnehmen. Der hat momentan kein Auto und ja, muss ich ein bisschen früher raus. Nicht, dass er wieder kommt. Nein, nein. Diesmal kommt er. Noch 13 Tage, da wird richtig geknibbelt. Jawohl, da wird wieder eine neue Map angefangen. Da geht's wieder von vorne los. Und das 2 Jahre wieder. Ja, 2 neue ganze Jahre. Aber dann kriegen wir auch das irgendwie dahin. Das kriegen wir alles hin. Oh, auf jeden Fall wird's mega. Viel umfangreicher, viel abwechslungsreicher. Mit viel, auf jeden Fall hat sich im Multiplayer richtig was getan. Das finde ich richtig cool. Da mal, da kriegen wir auch wieder richtig viele. Was denn? Da kriegen wir viele Möglichkeiten, was wir da machen können. Auf jeden Fall. Und ja, da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Da werden auch wieder, da werden richtige gute Ideen von mir kommen. Ich habe ja jetzt zum 18. habe ich ja zum 19. habe ich ja eine coole Idee im Zusammenhang des Gewinnspiels. Mal gucken, wie euch das gefällt. Mal gucken, wie das da so ankommt bei euch. Naja, mehrere Teams, ja, ich weiß. Als im Multiplayer, ja. Ja, da knüppeln wir schon uns schon was richtig zusammen, glaub mal. Ja, kannst du nur 8 Leute nehmen. Ne, 4 Mannschaft, 4 Leute nur. 4 Höfe. Da knüppeln wir uns was richtig zusammen. Ja, das wird wahrscheinlich auch das beste LS-Spiel jetzt dann überhaupt, ne, werden. Auf jeden Fall. Also das ist, da steht ja schon mal fest. Aber mal gucken, wie das alles so wird, ne? Ob das auch wie alles so funktioniert, wie sie sich das alles so vorgestellt haben, und ja. Gucken wir mal. Auch von der Grafik her, mal gucken. Ich schätze mal, das wird ein Ticken besser werden. Ein Ticken von der Grafik, ein Ticken besser. Ja. Ticken? Ist immer besser. Ach, willkommen zu was? Marv TV. Moin, grüß dich. Moin. Herzlich willkommen bei den LS19 Profi-Knüpplern. Ach, wenn ich mal kurz mal auftanken, weil da komme ich sowieso nicht mit aus. Immer rein an die Bolle. Ach hier, du bist hier auf dem Feld unterwegs? Ah, okay. Hast du überhaupt schon eins fertig gemacht? Oder ist das das erste Feld? Einige beim Hof, ne? Am Hof habe ich schon komplett gemacht. Naja, okay. Ich weiß nur, ich war von dem Hof zu denen. Ah, bei Bogi weiß man das nicht immer so genau. Hey, Markus! Ich sag nicht, das weißt du, wem ich will damit meinen. Gibt's Leute, die Abstellungen gehen, meistens. Mal gucken, was die Gewächshäuser sagen hier. Oh ja, ja, ach ja, ja, du hast hier aufgefüllt, ne? So, jetzt mache ich das Feld, das Feld 29 noch. Und dann ist Ende für heute. Ich bin so fertig heute. Allerdings ich nicht mal kurz. Ich muss gleich noch kurz 2 Runden FIFA machen. Vorher machen wir noch was anderes. Ja, klar. Das ist kein Problem. Ah, mein Bruder hat Erkältung gekriegt. Alles klar. Und er geht morgen arbeiten. Ich so, du bist doch bescheuert. Also, du kennst mich doch. Ich und krank. Du bist auch wie meine Frau. Ich so, hey. Erstens, mit Erkältung spielt man nicht. Ich weiß nicht, leichten Schnupfen und so hast. Ja, aber nicht, dass du Halsschmerzen, Husten und Nase läuft. Also, ach, das ist gar nichts. Ja, mach weiter und wiedersehen. Ach ja. Feld 5 habe ich auch schon fertig. Das ist gut. Ich freue mich schon auf Welt 5 weiterzumachen. Weizendressen. Ja. Ah, da gehen wir auf jeden Fall mit zwei Drescher wieder dran. Nee. Da gehen wir mit ein. Feld 5? Ne, können wir ja mit zwei machen. Nee, wir gehen mit ein. Weil ich nehme einen Team-Keeper sofort drauf und sammle sofort Ding. Steuerung. Aber wie willst du das machen? Willst du denn da muss einer dreschen und einer aufsammeln? Ja, aber wir machen ja sowieso erstmal Ballen, Bogi. Ach, willst du Ballen machen? Ja, erstmal pressen. Und dann, wenn die Ballenkapazität erreicht ist und wir keine Ballen mehr pressen können, dann sammeln wir auf. Das machen wir doch immer so. Ja gut, dann machen wir die 200 Ballen drauf und fertig. Weil ganz nur 200. Dann machen wir erstmal die kleinen Felder, Markus. Weißt du mein? Erst würde ich starten, komplett, und danach die großen. Die großen. Weil den großen werden wir ein bisschen mehr Zeit brauchen. Weißt du mein, Markus? Das ist es ja. Der Name. Na, gucken wir. Auf jeden Fall haben wir einen Regentag im Sommer. Ein einziger Regentag. Also das ist schon sehr, sehr ungewöhnlich. Na gut, wir haben ja den neuen Season-Mod mit drin, aber vielleicht, das hängt ja wahrscheinlich damit zusammen, mit dem neuen Season-Mod. Ja. Du hast im Sommer nur einen Regen bei dem Season-Mod. Mal gucken, vielleicht werden wir mit dem ich glaube vorletzten oder letzten Herbsttag schon mit Schnee überrascht. Mal sehen. Hoffe ich nicht, ey. Das kann passieren. Aber auch schon wieder kommt. Das kann passieren. Jetzt mache ich das Feld noch fertig hier und dann ist Sense. Ich hoffe, dass ich morgen früher da bin von der Arbeit. Damit wir dann hier dementsprechend ein bisschen früher anfangen können. Dann schaffen wir auch ein bisschen mehr. Immer ran, immer knüppeln. Oh, Juve hat heute verloren. Gegen Manchester United. 2-1. Dortmund verliert auch. Dortmund hat gestern gespielt. Am Wochenende. Ja, dann kommst du nachts. Ja, wollen wir wetten oder was? Komm, wir wetten wir. Wenn du verlierst, fliegst du Feld 5 mit einem kleinen Flug. Wenn ich verliere, fliege ich das Feld 5 mit einem kleinen Flug. Nee. Nicht die 5. Ein Feld ja, aber nicht die 5. Uwe ist bestimmt auch der Meinung, oder? Ja, Uwe ist immer die Meinung. Ist auch eine gute Idee. Ich sag immer, die Besten sollen gewinnen, finde ich. Nur ich hasse, wenn der Schiri dabei ist, denn die so hassen. Ah, ja. Ist auch gleich fertig, oder? Mhm. Ist nicht mal gleich auf Welt. Ist nicht mal viel. 23 € gleich fertig. Ach, ey, ich war auf Silo drauf. Alles klar. Dann muss ich noch Feld 31 machen, glaube ich. Feld 1 ist auch noch da. Muss ich noch machen. Ah, siehst du? So wird das gemacht, Bogi, und nicht anders. Aber immer denn ist der Plan genau so wird es gemacht und nicht anders. Uwe, was meinst du jetzt damit? Na, mit dem Flügen, Junge. Ist auch ein guter Plan. Okay, Uwe. Bin ich einverstanden. Wenn du die machst, kein Problem. Bogi schwächelt auch schon, ja. Ich bin ja schon müde, Markus. Ich bin auch wieder heute früh auf Bein. Wo ich könnte noch bis 9 Uhr, bis 10 Uhr pennen könnte. Bin heute ohne Wecker auch wieder um 5 Uhr aufgestanden. Obwohl ich nicht arbeiten gehe. Wenn ich arbeiten will, habe ich 3 Weckers. Und wenn ich nicht arbeiten muss, ich stehe automatisch auf. Dann gehe ich um 12 Uhr im Bett gehen oder ab 1. Stehe ich Punkt 5 Uhr auf. Ja, ab zum Hof. Hahaha. Ich wünsche dir viel Spaß. Ich wünsche dir viel Spaß beim Feld. Ja, Uwe, viel Spaß. Ich habe nichts gesagt, ja, also. Ich muss so noch die Welt von Flügen so. Viel Spaß mit dem kleinen Flug. Bogi. Ja, am Arsch, den großen Flug, den wir haben. Feld 24 hast du auch gedimmt, ja, ne? Bin es 24? Ja, das ja. Neue Grasfeld hier. Ja, ja. So, sauber machen die Karre. Zum Feld? Ja, ja, wie, den Rest mache ich ja dann morgen, ne? Also Feld 31 muss ich noch machen, Feld 1 muss ich noch machen. Ich muss noch 23 und 22 zu Ende machen. Ich glaube, 2 Felder noch habe ich noch und dann bin ich durch. Dann kann das dann dementsprechend Reis werden. Und dann geht's auch bald in die Ernte, ja, in die Ernte. So, siehst du mal. Haben wir es auch wieder geschafft. Gut. Dann würde ich sagen, da machen wir das mal bis hierher. Ja, wie gesagt, heute nicht so lange gewesen, aber ich denke mal, dass ich dann, oder ich hoffe mal, dass ich morgen eher von der Arbeit komme und das heute dementsprechend dann morgen ein bisschen eher anfangen können, damit wir hier ein bisschen was knüppeln können, hier ein bisschen was schaffen. Ich habe jetzt soweit alles gedüngt, jetzt fehlt noch 2 Felder, Feld 31 und 1 und dann haben wir sie alle fertig, dann kann das schon mal reif werden und dann können wir dann schon mal gleich häckseln, oder ja, morgen nicht, aber wahrscheinlich übermorgen können wir häckseln und ja, dieses Jahr werden wir mit dem Häckseln vorher beginnen als mit dem Dreschen, weil wir ja die Felder erst im Frühjahr bestellt haben, ne, weil das ja dann dementsprechend später reif wird. Können wir dieses Jahr auf jeden Fall beim ersten Mal dann auf jeden Fall häckseln. Das können wir dann als erstes machen. Gut. Ja, ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen hier. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Auch wenn es zu kurz war. Waren jetzt, glaube ich, 2 Stunden. Ja, 2 Stunden. Und wir werden uns morgen dann hier wiedersehen auf der Goldcrest Valley. Dann machen wir die paar Felder noch fertig. Mal gucken, ob wir dann morgen dann auf jeden Fall noch mit dem Häckseln noch anfangen können oder nicht. Aber ich denke mal, dass wir dann morgen mit dem Häckseln anfangen. Je nachdem, kommt drauf an, wann ich dann heimkomme. Gut, nee, dann wünsche ich euch noch alle eine wunderschöne, angenehme Nachtruhe auf jeden Fall. Danke für die Likes, danke für das eine oder andere Abo, falls welche dazu gekommen sein sollten. Ja. Andere können uns natürlich auch abonnieren, ne? Ist ja kostenlos. Würde uns natürlich auch freuen. Und genau. Ja. In diesem Sinne, knüppelt immer so viel. Genau. Wir sehen uns wieder morgen und haut rein. Und lasst euch gut gehen. Bis dann und macht's gut. Bis morgen. Ciao, ciao. Ciao, ciao.